Hallo liebe Klimaschützerinnen und Klimaschützer. Heute findet wieder ein globaler Klimastreik der For Future Bewegung statt. Und wir wollen alle das Gleiche, nämlich die Erhitzung der Erde auf unter 1,5 Grad begrenzen. Darum lautet das heutige Motto auch Hashtag alle für 1,5. Darum wenden wir uns als Teil der Bewegung heute an unsere Mitstreiterinnen im Kampf gegen die Klimakatastrophe und für das Überleben. Greta Thunberg sagt ja immer: Unite behind the science. Darum lasst uns ein bisschen über die Science reden. Unzählige Studien haben mittlerweile bewiesen, dass die Tierprodukteindustrie die Hauptursache für unfruchtbare Böden, Wasserverschwendung, Wüstenbildung, das Artensterben, die Vernichtung von Natur und CO2-Senken ist und sie mindestens ein Viertel der gesamten Treibhausgasemissionen verursacht. Und mit einem hohen Anteil an Methan und Lachgas sind es auch noch die schlimmsten Treibhausgasemissionen, denn sie wirken viel stärker und können nicht durch CO2-Senken gebunden werden. Eine brandaktuelle Studie aus 2021 besagt, dass sich das rasante Artensterben weiter beschleunigen, unsere Ökosysteme kollabieren und wir höchstwahrscheinlich aussterben werden, wenn wir nicht die Tierprodukteindustrie abschaffen. Eine 2020er Studie hat ergeben, dass völlig losgelöst von allen anderen Klima- und Umweltfaktoren allein die Geschwindigkeit, in der wir für die Tierprodukteindustrie Wälder zerstören, in 20 bis 40 Jahren den Zusammenbruch unserer Zivilisation bedeuten wird. Mit den aktuellen Emissionen haben wir unser verbleibendes CO2-Budget zur Einhaltung der 1,5 Grad in 6 Jahren und 9 Monaten aufgebraucht. Die Errichtung eines globalen emissionsfreien Energiesystems aber dauert laut Internationaler Energieagentur mindestens noch 20 Jahre. Laut dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gibt es allerdings mindestens 6 Kippelemente im Klimasystem, die bereits unterhalb der 1,5 Grad fallen. Die Zeit, die uns also bleibt, um unser Aussterben vielleicht noch zu verhindern, ist viel, 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 viel kürzer. Sämtliche Anstrengungen im Energie- und Mobilitätssektor sind also völlig vergebens, wenn wir nicht die nötige Zeit gewinnen, sie überhaupt umzusetzen, bevor es zu spät ist. Das geht nicht allein durch die Einsparung von Emissionen und auch nicht durch das Erreichen der Netto-Null. Das geht nur durch zusätzliche Negativemissionen, also die großflächige Aufforstung von CO2-Senken. Laut einer groß angelegten Studie aus 2018 können wir durch eine pflanzenbasierte Ernährungswende 76% aller Agrarflächen an die Natur zurückgeben. Eine Fläche so groß wie ganz Afrika könnte verwildern, CO2 binden und bedrohten Tierarten wieder Lebensraum bieten. Eine weitere Studie aus 2020 hat ergeben, dass die Verwilderung dieser frei werdenden Flächen bis 2050 so viel CO2 binden könnte, wie wir aktuell in 16 Jahren emittieren. Mit der Ernährungswende könnten wir also genug Zeit gewinnen, um auch die anderen Klimaschutzmaßnahmen umsetzen zu können, was sie zum wichtigsten Element unserer Klima- und Umweltschutzbestrebungen macht. Oder kurz gesagt, ohne Ernährungswende keine Zukunft. Natürlich ist es wichtig, die Ernährungswende von der Politik einzufordern. Doch solange wir mit unserem eigenen Konsum die Tierprodukteindustrie und ihre Lobbyisten finanzieren, ist nicht mit rettenden Veränderungen zu rechnen. Nur wenn wir die Tierprodukteindustrie konsequent boykottieren, können wir damit sowohl ein wirtschaftliches als auch das politische Zeichen setzen, dass unser Überleben uns wichtiger ist als Steak und Käse. Der heutige globale Klimastreik steht unter dem Motto Hashtag alle für 1,5. Wollen wir das vereint hinter der Wissenschaft erreichen, dann müssen wir die Tierprodukteindustrie abschaffen. Und das wiederum schaffen wir nur, wenn auch du vegan wirst. Alle erwähnten Studien und weitere Informationen über die zwingende Notwendigkeit der Ernährungswende findest du auf unserer Homepage www.vegansforfuture.eu. Denk mal drüber nach.